Herzlich willkommen zur vierten Episode von Crab Time. Wir spielen heute eine Runde Smite und ich joine direkt mal dem Q, bevor ich denn genauer was erkläre, weil das Match direkt gleich losgeht. Das wird mal wieder eine längere Crab Time-Ausgabe. Ich möchte nämlich wenigstens zwei der Game Modes zeigen. Und ich denke, das kriegen wir auch relativ gut gebacken. So ein Match dauert ungefähr eine halbe Stunde. Stunde aufnehmen, easy going. Ja, was ist Smite? Smite ist ein Third-Person-Dota-Abklatsch-Game. Das Ganze momentan in der Beta. Und nicht so sonderlich weit. Aber das ist ja egal. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Ja, ich habe halt noch nicht wirklich viele Helden zur Auswahl. Im Prinzip habe ich nur die kostenlosen 5. Plus halt die momentan 5, die in einer Rotation sind. Ist aber kein Problem. Man hat hier für Noobs immer noch so ein bisschen Hilfe. Man kann die Skills automatisch leveln lassen und die Items auch. Ich werde jetzt einfach mal testweise die Items automatisch mit leveln lassen. Das ist nämlich dann im Prinzip. Ja, dann sieht man halt mehr vom Gameplay. Ich meine, wie so ein Shop aufgebaut ist und sowas, das kann sich jeder vorstellen. Im Prinzip, genauso wie bei Dota oder League of Legends, ist das Ganze aufgebaut. Man hat halt Kategorien wie physischer Schaden, magischer Schaden, Rüstung, Life Regeneration und sowas. Und dann sucht man sich halt das aus, was man braucht. Das automatische Item Leveln ist aber bei Tanks in der Regel auch ganz praktikabel. Hatte ich zumindest mit Ymir, den wir jetzt hier spielen, noch keine Probleme. Gucken, was haben wir noch im Team? Wir haben halt diverse Götter aus der. Gut. Ich muss meinen Chat noch so ein bisschen mitverfolgen. Ja, das Ganze ist halt so in der Mythologie angesiedelt. Man spielt halt diverse Götter. Man sieht da, wir haben Ra als Gott, wir haben Agni. Ja, das sind nicht zwangsweise alles Götter, auch wenn es so deklariert wird. Dann haben wir dieses komische Viech hier in der Mitte, wo ich keine Ahnung habe, wie man es ausspricht. X-Balanke? Ja. I don't know. Ich meine, XB hat man in der deutschen Sprache nicht so oft am Anfang, dass man das irgendwie aussprechen könnte. Naja, aber man sieht hier, ich spiele Ymir. Ymir ist zum Beispiel kein Gott. So, und ich cut jetzt nochmal kurz. Moment. So, weil ich jetzt nicht wusste, ob das Programm hier bei dem Switch von Lobby zu Game durchgängig aufnehmen kann. Deswegen habe ich es jetzt einfach schnell nochmal neu gestartet. Ja, was ich gesagt habe, also Ymir hier zum Beispiel, den wir spielen, das ist eigentlich kein Gott. Das ist ja nur der Anführer der Frostriesen oder sowas aus der nordischen Mythologie. Aber das ist halt nicht gleichzusetzen mit einem Gott. Dieses XB-Viech, ich nenne ihn einfach mal den X-Man. Der ist wohl aus der Maya-Mythologie. Habe ich persönlich nicht viel mit zu schaffen. Das Agni-Teil ist ein Mage, der hat zwei Köpfe. Das passt meistens schon sehr gut zu Hindus. Ja, Ra kennt man. Ist halt aus der ägyptischen Mythologie, möchte ich meinen. Und Sun Wukong ist halt so ein, ja, so ein Affentyp. Im Prinzip kennt ihr wahrscheinlich jeder aus Hon, weil da gab es einen Wukong. Es gab in League of Legends mittlerweile einen Wukong. Aber der ursprüngliche Wukong ist ja halt dieser komische Affe, der auf so einer Wolke reiten kann. Den man auch unter anderem bei der Dynasty Warriors Reihe bei hat, beziehungsweise wie heißt es, bei Warriors Orochi 2 hat man den dabei. Aber das erstmal egal, ich habe jetzt hier so ein bisschen die Startzeit überbrückt. Das Ganze ist, wie man auf der Map sieht, relativ einfach aufgebaut. Wir haben drei Lanes im Conquest Mode. Und ja, im Prinzip, das Game ist relativ einsteigerfreundlich, weil man hat seine Skills, man hat unten im Prinzip auf F und G sowas wie die Summoner Skills bei LOL. Da kann man sich ein paar Sachen aussuchen, die muss man aber kaufen, die kosten halt Geld. Hat man jetzt nicht gesehen, welches automatisches Kaufen anhabe, dann hat man den Heiltrank und der ganz rechte Slot wäre in dem Fall noch ein Mana-Trank, wenn ich einen hab, gekauft hätte. Aber ich würde Mana-Tränke brauchen, wenn wir dieses Teil auf F haben, weil das auf F, das heilt unser Mana komplett auf. Und das auf G ist ein Speed-Boost. Die restlichen Skills werden wir dann sehen. Und das sieht schon aus, als wenn die Gegner hier eine bessere Lane haben. Von dem, was ich bisher vom Spiel her kenne. Weil die haben Thor und gegen Thor spiele ich äußerst ungern, weil der ziemlich stark ist. Man kann Thor vergleichen mit Garen. Er hat halt diesen Helikopter, da haben wir ihn schon. Das war gerade mein Skill, ich kann diesen komischen Eisweg machen. Der macht halt nach einer bestimmten Zeit dann so Eisschaden am Gegner. Ja, die anderen Skills zeige ich dann, wenn wir sie haben. Das hier ist eigentlich unser Main Nuke neben dem Ulti.
Aber das Ulti ist ziemlich schwer zu landen. So, wir skillen jetzt erstmal den dritten Skill. Das ist der Frost Breath. Damit kann man nämlich den Gegner einfrieren. Also stunnen, kann man sagen. Damit kann man ziemlich gute Kill machen, so wie hier gerade. Kann auch seine Teammates gut retten. Also, Ymir ist ein Tank-Support-Dingens. Der kann halt gut einfrieren, kann Gegner CC'en, kann halt all die coolen Sachen machen. Fuck, das war schlecht. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Ich glaub's gar nicht. Nee. Ist auch egal. So, ich skill jetzt erstmal meinen ersten Skill noch. Das ist die Eiswand. Kann man hier setzen. Ist im Prinzip das von Anivia. Ist äußerst stark im Jungle, weil man hier die Wege komplett blocken kann. Ja, was kann man noch sagen? Das Ulti werden wir gleich noch sehen. Das gibt's hier ab Level 5. Da kommt Freya wieder. Gegen die habe ich noch nie gespielt, muss ich sagen. Aber ich habe sie auf einem Smite-Stream schon mal gesehen. Die war eigentlich relativ stark, soll aber ziemlich schwer zu spielen sein. Wir gehen einfach mal zurück zur Base. Gucken, das Spiel kauft uns halt automatisch die Items. Wir haben jetzt zum Beispiel Boots of Celerity bekommen, die unseren Cooldown reduzieren. Das finde ich auf Ymir schon ziemlich praktisch, weil dann kann man halt mehr CT spammen. Und man hat im Prinzip eh nicht so wirklich Sorgen damit, dass man stirbt. Weil man hat später so viel Leben und Rüstung mit Ymir. Wenn die Gegner einen dann fokussen, ist natürlich gut. Weil das Team dann fleißig Damage drücken kann. Aber es passiert meistens auch nicht so. So, verbindet die hier schön am Abkratzen. Dann können wir das zu unserem Teammate hier sagen. Agni ist halt ein Mage-Nuker. Man sieht, der schmeißt mit Feuer rum, ist halt sein Element. Ja, den kann man auch nicht wirklich vergleichen. Man könnte sagen, es ist Brand, weil er halt Feuer, aber... Der spielt sich halt komplett anders. Man kann dann so eine Giftwolke am Boden machen, die macht halt einen Dot. Das dann, wenn er dann in das Gift einen Feuerzauber reinmacht, dann explodiert das Ganze und stunt die Gegner, die drin sind. Und ja, dann kann er halt mit seinen anderen Skills schön Damage machen. Verträgt sich sicherlich auch ganz gut mit meinem Einfrieren, wenn wir das irgendwie mal aufgeleint kriegen. Mal. Er propellert hier jetzt ein bisschen rum, das macht aber an mir halt nicht viel Schaden. Weil ich ultra tanky bin. Da sieht man gerade die Eiswand in Action, die ist echt praktisch. Die zielt sich auch wesentlich einfacher, als man es denken würde. Und wenn man Gegner in ihren Channels halt, wie zum Beispiel den Helikopter einfriert, hat man gesehen, dann unterbricht das auch direkt den Cast. Oh fuck. Kommt jemand? Ja, Ganks sind in diesem Spiel hier ziemlich schwierig zu sehen immer. Weil die Gegner kommen halt von der Seite. Da würde man in den anderen MOBA-Spielen würde man einfach sagen, okay, den sehe ich ja. Aber hier kann man halt nicht hinter sich gucken. Das ist dann so ein bisschen problematisch. Na, der Ra, der geht da an den Tower ran. Sieht man an der Map. Probieren wir mal, ob wir ihm helfen können. Nicht, dass der hier noch drauf geht. Weil das Viech, gegen das er da spielt, dieser komische Drache, der macht verdammt viel Schaden. Naja, gut, da kriegen wir jetzt nichts mehr. Jetzt sterben wir bestenfalls noch. Ja, war super. Egal. Aber die anderen Leute sind sicherlich auch nicht so gut, weil ich bin halt noch relativ neu in dem Spiel. Deswegen bin ich nicht so weit oben im Matchmaking angesiedelt. Aber das ist ja meine Intention mit Craptime. So einen ersten Einblick in die Games zu bringen, wenn man sie noch nicht so gut kann. So haben wir jetzt unsere Boots geupgradet bekommen. Items in dem Spiel haben immer 3 Stufen. Die kann man halt, wenn man nur wenig Geld hat, kauft man sich die erst und kann die dann später upgraden. Ist eigentlich ziemlich nett gemacht, finde ich. Und die Auswahl an Items ist auch ziemlich groß. Ja, das Ulti habe ich jetzt noch extra noch nicht benutzt. Das muss man nämlich ein bisschen besser im Prinzip platzieren. Weil das. Ymir hat das Ulti von Nunu. Das heißt, er channelt 3 Sekunden lang und macht dann um sich rum ordentlich dicken Damage.
Das ist verdammt schwer zu treffen. Weil in den 3 Sekunden können die meisten Klassen rausspringen. Also hat fast jeder irgendeinen Escape-Skill. Damit können die easy abhauen. Muss man im Prinzip die Gegner zwischen, also in der Wand einklemmen mit dem Stun, dass das irgendwie gut funktioniert. So, mal gucken, ob ich jetzt treffe. Ich sehe nichts. Ja, ich habe getroffen. Ja, man hat gesehen, das hat irgendwie 500 Damage gemacht oder so. Das ist schon ziemlich viel für das Spiel. Also die meisten Skills machen so 200-300 immer. 500 ist richtig viel. Und das steigt halt noch, wenn man das Ulti hochleveln. Also es bleibt ja nicht bei 500. Ich glaube, das geht über 1000 später. Ne, die kriegen wir nicht. Die heilt sich zu schnell. Und ich mache keinen Nuke. Hey, er hat geliefert. Das war gerade mein Lane-Mate-Typ, der sich da verpisst hat. Das hier am Boden, diese Linien, das ist die Range von den Towern. Das ist nett, dass das so angezeigt wird. Sollte man halt dann, wenn es geht, nicht reinrennen, solange keine Creeps in der Nähe sind. Na, wie steht's gerade? 5 zu 12, wow, wir werden ordentlich gefickt. Wir hatten. Der andere Ymir hat schon 6 Kills. 7. Naja. Normalerweise würde ich sowas nicht hochladen, wenn das Team halt mit Absicht scheiße spielt, so wie der Affe. Aber wir wollen ja nur das Gameplay zeigen. Wir schauen uns danach noch einen anderen Game Mode an. Es gibt 5. Beziehungsweise im Prinzip sind es 4 Game Modes und der eine wechselt täglich. Das ist so eine Art Event. Da war zum Beispiel letztens sowas, dass in beiden Teams alle 5 Leute denselben Helden hatten. So, was machen wir jetzt? Mein Teammate ist weg. Mit Ymir alleine gegen 2. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, aber dadurch, dass mir jetzt durch mein Teammate die ganze Erfahrung geklaut wurde, ist es nicht mehr so gut. Und ich habe auch kein Mana mehr. Aber ich kann mein Mana gleich refreshen. Erstmal einen Trank schlucken. Tränke sollte man hier auch in der Regel immer bei haben. Also, ja, es lohnt sich halt, weil die keinen Item-Slot wegnehmen, so wie in anderen Spielen. Eingefroren. Ja, die Tower gehen halt nur auf die anderen Helden, wenn sie ohne Creeps hier in dem Radius sind oder Ulti-Level. Oder wenn sie mich angreifen. Ich weiß nicht so genau, was sie kann. Aber ich denke mal, sie ist ein Carry, weil sie macht halt nur Auto-Hits. Sie kann auch irgendwie mit dem Ulti fliegen, dann kann man sie nicht angreifen. Ja, und Thor ist halt. Thor hat ein fieses Ulti, der kann über die ganze Map springen. So wie Pantheon. Oder so wie Pantheon es mal konnte. Das kann er ja nicht mehr. Das war gerade die Ulti von dem komischen Typen, den keine Sau aussprechen kann. Gut, mein Team ist gerade komplett am Leaven. Weil das Ulti von dem komischen anderen Typen, das ist das von Nocturne. Ja, es gibt hier ziemlich viele Ultis, die man aus anderen Spielen kennt. Das heißt, alle Gegner können halt nichts mehr sehen. Und wenn das Ulti ausläuft, gerade laufen, werden sie gestunt. Ist ziemlich stark, weil die meisten halt nicht wissen, ach, ich muss da stehen bleiben, damit ich nicht gestunt werde. Die meisten rennen halt weg oder so. Weil sie denken, sie werden gegankt, denn ja, haben sie halt den Stun drauf. Man kann sie meistens ziemlich einfach töten. Aber ich denke, das wird sich noch ein bisschen ändern, wenn man ein bisschen höher ist. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Runden oder so gespielt. Und habe erst 2 Matches verloren, beziehungsweise wird das hier jetzt anscheinend das dritte. Also man kann, wenn man einigermaßen gut spielt, schon eine Menge rumreißen im Spiel. Ich müsste eigentlich mal zurück, aber ich kann ja nichts machen. Ich glaube auch nicht, dass man hier zu dritt gegen 5 gewinnen kann, so wie bei Dota. Ja, was willst du von mir, Thor? Ja, jetzt hat er Angst, wo er vor die Fresse gekriegt hat vom Tower. Ich krieg dich. Ah, jetzt stand er mich. So ein Lappen. Aber ich hab ihn.
Egal, ich habe ihn gekillt. Ich meine, wir haben so oder so verloren, wenn wir zu dritt sind. Aber man kann ja immer noch den einen Kill bekommen. Wenn man wirklich von Anfang an alleine gegen zwei ist mit Ymir, dann geht das doch richtig gut. Weil man dann halt den Level-Vorteil hat. Wir würden vielleicht mal die anderen spectaten. Das hier ist dieser komische Fuzzi. Das kann man einstellen, dass die Heldennamen über den Leuten angezeigt werden. Wenn man das ausstellt, dann stehen, glaube ich, die richtigen Spieler aneinander. Ja, und die Helden in dem Spiel muss man sich halt auch kaufen. Kann man entweder für Geld machen. Oder über diese Punkte, die man in-game bekommt. Das geht nicht unbedingt schnell, kann man sagen. Also, ich würde sagen, das geht in etwa so schnell wie bei League of Legends damals. Das wurde ja alles ein bisschen reduziert. Man bekommt für ein durchschnittliches Spiel, glaube ich, knapp 60 Punkte. Und ein Held kostet 5.500. Aber so ein Spiel dauert ja halt dafür auch nur 30 Minuten maximal. Alter, ich habe auch gestunt. Ja, natürlich kommt das durch. Ich habe ihn noch gestunt. Was will das Spiel von mir? Juking. Nein. Uhuhuhu. Das war Glück. Double Kill. Ich dachte eigentlich, ich kann ihn einfrieren, aber da ist er genau in dem Moment, wo ich fließen wollte, ist er gesprungen. Aber egal. Ich meine, wir haben immerhin eine einigermaßen interessante Stelle hier in diesem Video. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, müsst ihr einfach mal googeln nach Smite. Dann kommt ihr auf die Seite und könnt euch kostenlos für die Beta anmelden und euch den Client laden. Ich denke, das wird auch nach der Beta Free-to-Play bleiben. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das hatten sie gesagt. Gibt es auf Twitch so einen Stream, wo den ganzen Tag Smite läuft, also twitch.tv/smitegame. Da wechseln sich die Streamer mal ab. Und die beantworten dann halt auch Fragen, während sie spielen. So, wie sieht's aus? 10-19, wir holen Tatsache ein wenig auf. Und das, obwohl wir hier nur zu dritt sind. Jungeln kann man auch in dem Spiel, ist aber nicht wirklich so gut wie in den anderen Teilen. Ich weiß nicht ganz warum. Ich glaube, man kriegt weniger Geld. Beziehungsweise man kriegt ja hier auch Gold von den Gegnern, wenn man nicht last hittet. Und Damage. Komm es mir nicht weg. Ich bin voll schnell. Und ich kann den hier. So. Das meine ich. Also Ymir ist richtig gut hier im Dschungel. Die Wand hat zwar total kacke gesessen, aber wenn man die gut platziert, dann geht das gut ab. Er sagt 2 gegen 5, ja. Also ich weiß ja nicht, wo er lebt. Aber ich finde, wir sind zu dritt. So, was willst du, Affe? Das ist die Ulti vom Affen. Hier. Ja, der ist tot. Das ist mein Typ. Ja, das ist mein Teammate auch tot. Ja, den kriegen wir wohl nicht mehr. Ymir ist jetzt tanky. Oder Ymir. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Ich glaube, Ymir. Ah, fick dich. Wollen wir aufgeben? Wollen wir? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich will ich ja noch nicht aufgeben. Ich würde gerne mehr zeigen. Ach, cool. Ich habe kein Mana mehr. Ja, Beine voll daneben. Egal, ich drücke jetzt einfach mal auf F6. Das reicht denn für den Game Mode? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann nehme ich das Game sicherlich noch ein paar Mal auf. Kein Problem. Aber wenn das hier vorbei ist, würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part von dieser Crap Time noch einen anderen Game Mode an, und zwar Arena. Arena ist ein bisschen actionlastiger. Da braucht man nicht so viel Taktik.
Und die Matches sind halt auch ein bisschen kürzer. Ist ganz gut, wenn man zwischendurch mal ein bisschen Zeit hat und Spaß will, oder wenn man einfach nur Punkte farmen will. Geht halt auch ganz gut. Sieht so aus, als wenn der Surrender Vote nicht mal durchkommt. Nö. Naja, dann machen wir halt noch ein bisschen weiter. Ja, der Typ hier spielt sich, glaube ich, schon ziemlich cool. Der hat eigentlich ein interessantes Skillset. Ist so ein bisschen Ninja-mäßig. Was ich auch ziemlich komisch fand, ist, es gibt hier Guan Yu. Und Guan Yu wird hier als Gott betitelt. Und wer auf meinem alten Kanal so ein bisschen die Videos verfolgt hat, wird wissen, dass Guan Yu einer von den Charakteren aus Dynasty Warriors ist. Und damit einfach nur zur chinesischen Geschichte gehört und Tatsache mal existiert hat. Und der war dann halt eigentlich kein Gott. Aber ich denke, das müssen sie machen, um hier ein bisschen das Ganze breiter fächern zu können. Ja, irgendwann werden ihnen ja sicherlich die Götter ausgehen, dann müssen sie hier eh auf irgendwas anderes umsteigen. Und da finde ich diesen China-Kram schon gar nicht so verkehrt. Ymir kommt von hinten bei den anderen. Kann ich auch. Gucken, ob ich Affen kriege. Boah, der hat mir Damage gedrückt. Nein, nein, nein. Mann, ich wollte noch stunnen. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn ich den Stun noch durchgekriegt hätte. Dann hätte unser Freund hier die alle killen können. Aber ich glaube, die haben eh mehr verloren, oder? Nein, nur zwei. Ja, der Ymir, der ist schon viel zu krass gefeedet. Man sieht ja, der hat fast 10.000 Gold. Bei uns hat der höchste gerade mal 8.000. Das sieht aus, ey, wenn er mal rumspringt. Aber er macht gut Damage. Sein Auto-Hits. Ich glaube, den müsste ich mir auch mal irgendwann holen. Ich habe ja jetzt Tatsache nach 20 Matches fast genug Punkte, um mir einen Helden zu holen. Ich glaube, nach dem Match kann ich mir sogar einen holen. Aber das mache ich dann nicht onscreen, das, ja, ich will nämlich noch einen von den anderen Helden zeigen, die in der Rotation sind gerade. Dann mache ich eher das erstmal. Wenn ich wirklich nochmal irgendwas aufnehmen sollte davon, wenn das Feedback gut ist, dann kann ich ja andere Helden auch noch zeigen. Ich meine, ich glaube momentan gibt es 30 oder so. Ist für Beta eigentlich gar nicht so verkehrt. Da drüben sind Typen. Die wollen wir noch zermanschen. Ja, das ist ziemlich dreist von ihm, dass er einfach so die Mitte durchpusht. Naja, kann ich jetzt nichts mehr machen. Der Tower ist down. Tor. Der Tor spielt doch nicht so gut. Hat er überhaupt schon was gekillt? Der 3-2. Aber er macht nicht so viel Damage. Also ich habe schon Tors gesehen, die mich wirklich anfangs direkt zerfickt haben. Bestes Ulti hat er voll verschwendet. Das war zwar auch nicht gerade prickelnd, aber ich habe immerhin richtig getroffen und Damage gemacht. Da kommt Ymir. Ich drücke mal F6. Wo ist F6? Ich drücke F6 und wir surrendern. Das ist übrigens das, was man killen muss. Also man muss den gegnerischen Minotaurus in der Base kaputt machen. Das heißt, man muss nicht, wie bei diesen anderen Spielen, zwangsweise die ganzen Tower und sowas killen. Man kann, wenn man wirklich die Gegner wiped und noch ein paar Tower stehen, kann man einfach durchlaufen. Ah, ich habe schon viermal verloren, okay. Stimmt, ich habe gestern Abend eine Runde mit Erfa noch verloren. So, egal. Und dann sieht man die diversen Stats. Wir haben jetzt 29 Punkte, haben wir Base bekommen. Also die kriegen wir immer. Dann haben wir für Goodwill noch 8 Punkte bekommen. Goodwill sieht man hier bei 100%. Das steigt, wenn man Matches spielt. Und wenn man halt Rage quittet, beziehungsweise einfach rausgeht, dann geht halt wieder auf 0 zurück. Und ich habe auch gelesen, je besser man da steht, so weniger Lieber bekommt man halt zugeteilt. Das für First Win, das heißt, wenn man gewinnt, kriegt man immer 100 Punkte extra. Und das geht für jeden Game Mode. Das heißt, man kann 5 First Wins am Tag holen. Ist eigentlich ganz gut, dann hat man relativ schnell einen neuen Helden. Man sieht ja, ich habe fast 5.500.
Und da kriegt man den Helden. Man kriegt auch für jedes Level-Up, was der Count bekommt, kriegt man 500 Punkte. Man kann sich hier diverse Stats anzeigen. Und hier nochmal mehr Stats mit Player Damage und sowas. Da sieht man, unser Affe hat sehr viel Damage gemacht dafür, dass er sechsmal tot war. Hat sehr gut gespielt. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im zweiten Teil von dieser Crab-Time-Episode wieder, wenn wir uns in den Arena-Modus begeben. Dann bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.